Moin zusammen, Fennec hier. Von Wild Hearts, das Monsterjagdspiel von EA und Koei Tecmo, wurde heute der erste Gameplay-Trailer veröffentlicht. Und was wir daraus erfahren haben, das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Wie bereits bekannt, spielt Wild Hearts im feudalen Asien. Und wie es für ein Monsterjagdspiel üblich ist, begeben wir uns auf die Jagd auf große Monster. Aus dem Gameplay-Trailer konnten wir erkennen, dass der Multiplayer höchstwahrscheinlich auf 3 Spieler begrenzt sein wird. Ob wir jedoch mit 3 unterschiedlichen Klassen oder auch 3 derselben Klasse in den Kampf reingehen können, ist mir noch unbekannt. Derzeit sind der Regenschirm, der wie im Gameplay gezeigt als Schild genutzt werden kann, aber anscheinend auch einen Heilungsangriff hat, das Katana bzw. Langschwert und ein Mix aus Doppelklingen und Glaive bekannt. Der Kampf mit den Waffen fokussiert sich stark auf die uralte Technologie der Karakuri. Die Karakuri sind im weiteren Sinne Schnellbaukästen, die wir im, aber auch außerhalb des Kampfes nutzen können. Die Funktion der Schnellbaukästen wird man je nach Situation auswählen können. Neben einem großen Hammer, einer Art Blitzbombe, Sprungpads, einem kleinen Hubschrauber, großen Palisaden. Bei den Palisaden ist es so, dass wenn die Monster dagegen laufen, ausgenockt bzw. gestunt werden können. Zudem können wir auch eine Bombe mit den Karakuri platzieren. Diese hat einen Timer, sie kann jedoch auch manuell gezündet werden. Neben den Möglichkeiten, die genannten Gegenstände zu platzieren, können die Karakuri unseren Angriffen auch Buffs, wie zum Beispiel Feuer, geben. Aber auch außerhalb des Kampfes sind die Schnellbaukästen zu gebrauchen. Mit der Balliste können wir über weite Strecken Seilbahnen aufbauen, um damit schnell weite Strecken, aber auch große Höhen überwinden. Natürlich darf es in einem Monsterjagdspiel nicht an kleinen Monstern fehlen. Nachdem wir sie erlegt haben, erhalten wir durch Scarfen Materialien, die wir wie auch immer nutzen können. Was besonders schön ist, dass man einzelne Parts der Monster, wie hier im Beispiel zu sehen, abtrennen bzw. abbrechen können und danach sogar carven. Was gibt es noch aus dem Gameplay-Trailer zu sagen? Die zu Anfang erwähnten Waffen haben einzigartige Morph-Angriffe bzw. Aktionen, die man mit ihnen ausführen kann. So verwandelt sich die Glaive bzw. Doppelklingen in einen zu groß geratenen Wurfstern, den man aufs Monster bzw. auf platzierte Bomben werfen kann. Das Katana lässt sich in eine Peitsche morphen und zum Regenschirm konnte ich im Trailer noch nichts erkennen. Beim Monster nahe im Tod scheint es so, dass der Finisher als Cutscene gespielt wird. Da hoffe ich aber, dass es nur zu Vorstellungszwecken aus der Sicht gespielt wurde. Womit ich jetzt gar nichts anfangen konnte, war Richtung Ende des Gameplay-Trailers. Hier wird das Monster angegriffen und es taucht auf einmal ein grün-blau leuchtender Punkt am Monster auf. Was es damit auf sich hat, kann ich nicht sagen, aber vielleicht wisst ihr da mehr. Alles im Allen wirkt das Spiel für mich sehr interessant. Die eigenen Angriffe wirken sehr clean und auch abwechslungsreich. Neben den Morph-Angriffen bringen die Karakuri auch eine neue Spielmechanik in ein Monsterjagdspiel, die sehr vielversprechend aussehen. Quality-of-Life-Features wie die Weganzeige zum Ziel und das eventuelle Einmal-Carven sind auch brauchbar. Es bleibt aber abzuwarten, wie der Multiplayer bei der Community ankommt und ob die Kämpfe den Spannungsbogen hochhalten können. Zudem weiß ich nicht, wie groß das Spiel sein wird und ob man zu Anfang sich auf eine Klasse festlegen muss oder hier durchgängig switchen kann, wie wir es auch aus Monster Hunter kennen. Doch die gezeigte Spielwelt und das Kampfsystem sind bisher sehr ansprechend. Was ist eure Meinung bisher zu dem Spiel? Und ist euch noch etwas im Trailer aufgefallen, was noch nicht genannt wurde? Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Guti, das war's auch mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!